Hallo ihr Lieben, hier ist Eureka aus Ulis Bastelstübchen. Ich bin unabhängigster Make-up-Generatorin und möchte mit euch heute wieder basteln. Und zwar diese schöne Karte hier. Das ist wieder eine Danksagekarte für meine Sammelbestellerin. Und ich habe gedacht mir, es ist Sommer. Und da kann man das Ganze wohl etwas fruchtiger gestalten. Ne? Ganz einfache weiße Farbkarton. Dann mit Pfirsich pur und ein bisschen was geschnitten und gestempelt. Und schon habt ihr eine fruchtige, schöne Sommerkarte. Vielleicht einfach mal kann man gut als Einladungskarte nehmen. Für einen Sommerdrink, abends auf der Terrasse, wie auch immer. Es ist ja momentan sehr schönes Wetter. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und jetzt zeige ich euch, wie wir die Karte zusammen basteln. Als erstes brauchen wir eine Grundkarte. Ja. Das ist die andere Hälfte von meinem Designerpapier. Das schneide ich mir nun zurecht. Designerpapier, sorry, die andere Hälfte von meiner Grundkarte. So, also flüsterweißen Farbkarton in den Maßen 14,5. Und das Ganze bei 10,5 gefalzt. So, das ist die Grundkarte. Die haben wir schon mal. Dann brauchen wir noch Farbkarton. Ich habe hier Pfirsich pur genommen. Den nehme ich jetzt auch wieder. Und zwar brauche ich dann einen Aufleger von 10 x 14 cm. Das packen wir weg, das ist dann nachher die Grundkarte, die kommt hier rauf. Und dann brauchen wir noch einen Aufleger. Die ist dann 9,5 mal 13,5. Und auf diesen Aufleger werden wir natürlich jetzt auch stempeln. So. Dann braucht ihr noch ein Stück Designpapier. Da hatte ich mir eigentlich auch schon was geschnitten, weil ich wüsste. Okay, ist nicht da. Nehmen wir neues, kein Problem. Und zwar habe ich dieses Designpapier genommen. Obstgarn. Das ist dieses hier. Das schneiden wir uns jetzt so, einen Streifen von 2 cm schneiden wir uns hier ab. Und dann kürzen wir das Ganze auf 13,5 cm. So, das kommt wieder zurück. So. Dann habe ich mir noch dieses, wie gesagt, wir arbeiten heute mit dem Stempelset Fresh and Food. Da habe ich mir schon einmal diese Thank You ausgestempelt und einmal die Framelits genommen. Und zwar, das müssten die gewesen sein, Banner Framelits. Das sind diese hier. Sind im Hauptkatalog. Die sind eigentlich sehr schön. Da kann man immer schöne Banner rausmachen. Wenn ihr das nicht zur Hand habt, ist das kein Problem, dann könnt ihr das ja, ihr wisst ja, wie das geht, ihr habt das bei mir schon oft gesehen, mit der Schere einmal einschneiden. Ist natürlich nicht so schick wie das, aber man kann es machen. So. Wir brauchen aus diesem Set zwei Sachen. Als erstes den hier, den habe ich mir schon aufgezogen, und zum Schluss den hier. Und jetzt wird gestempelt. Das ist für unsere Grundkarte, das lege ich mal beiseite. Und jetzt könnt ihr, die brauche ich gleich. So, das ist unsere Basic-Karte, dieses Oberteil brauche ich. Und ich arbeite mit den Farben Anthrazitgrau, Safari-Gelb und Pfirsich-Pur. Mit Safari-Gelb fange ich an. Safari-Gelb gibt es gar nicht. Also Safrangelb. So, und dann stempel ich jetzt einfach Phallus
hier nochmal, ich nehme den noch als Schmierzettel vom letzten Mal. Also ich hebe die immer auf. Die kann man sehr gut als Schmierzettel nehmen. Zum Beispiel da einmal hingemacht. Was ich dann noch gemacht habe, ist, ich habe mir zweimal diese Frucht abgestempelt und aufgeschnitten. Muss nicht 100% rund sein, es ist nur, dass das abdeckt, weil damit maskieren wir nämlich jetzt auch gleichzeitig. So. No. Dann sieht das nicht ganz so aus, als wenn... so war das. Es geht nur darum, dass man... dass man nicht unbedingt die Farbverläufe nachher so sieht. Muss nicht exakt rund sein, wie gesagt. Jetzt stempel ich das auch nochmal ab. So, wo ist denn jetzt mein da? Und jetzt nehme ich Pfirsich pur. Und jetzt lege ich mir den jetzt nochmal so hin, wie er jetzt hier liegt. Und stempel ich einmal hier drüber. Seht ihr, wo ist das maskiert? Das gleiche mache ich jetzt hier auch noch mal. Ich lege den ein bisschen ab. So. Da hinten auch noch mal. So. Das reicht schon. Jetzt behalten wir die allerdings drüber, weil wir jetzt noch mal... Ich muss den nur eben sauber machen. Was kann ich nachher auch machen? So, weil wir nämlich jetzt mit dem Rand arbeiten. Den suche ich mir jetzt eben raus. Das ist dieser hier. Den ziehe ich mir jetzt auch wieder auf. Und nehme als erstes wieder Safrangelb. Lege mir wieder dieses Ding hier drauf. So, dass das... Und werde jetzt versuchen, den Rand jetzt so drum zu legen. Hat nicht ganz geklappt, okay. So. Dann kommt da noch einer dran. So. Und da auch noch einer dran. So. Jetzt lege ich die wieder hin. Weil jetzt müssen wir noch Ränder um die anderen machen. Das heißt, Safrangelb kommt zu. Hätten wir auch auflassen können. Brauchen gleich eh nochmal. Aber egal. So. Ein wenig bin ich hier über den Rand gekommen, wie ihr seht. Das ist aber nicht schlimm, da kleben wir nachher, das ist alles kein Problem. Das kriegen wir hin. So, die kommen beiseite. Die kommt auch erstmal beiseite. Denn jetzt nehmen wir uns... Ich fange wieder an mit Safrangelb. Nehmen wir uns den Rand. Und auch den Rand einmal in Pfirsich pur. Dreimal. So. Den lege ich beiseite, nehme jetzt das Innenleben wieder. Fange wieder an mit Safrangelb. Jetzt muss ich mal ein bisschen rüber und runterziehen, damit ich so mittig treffe. Ja. Wenn das nicht ganz so mittig ist, ist das nicht so schlimm, weil da werden wir gleich eh noch rundherum schneiden. Dann suchen wir uns das Beste auf. Und jetzt nehmen wir Pfirsich pur mit der anderen Seite. So. Jetzt können wir das schließen. Jetzt brauchen wir die Farben nicht mehr. Und das kommt erstmal beiseite. So. Jetzt werde ich beigehen. Und mir im groben Stil die hier ausschneiden. Einmal so ein bisschen rundherum. Muss nicht, weiß ich, wie schön sein. Weil wir nämlich nur ein Stückchen davon brauchen. So, und jetzt guckt ihr, welches am schönsten ist. Wo ihr sagt, das sieht am besten aus. Und dann schneide ich jetzt mal hier drumherum. So, das ist einer.
Wir brauchen nämlich immer nur die Hälfte davon. Und deswegen ist das nicht ganz so schlimm, wenn die eine Seite nicht so schön aussieht. Brauchen wir eh nur die eine Seite. Und ausgeschnitten sieht das schon wieder ganz anders aus. So, ich nehme jetzt den hier. Einfach in den Kreis aufschneiden. Ich habe da keine passende Kreisstanze für gefunden, deswegen mache ich das jetzt per Hand. Die eine ist zu groß, die andere ist zu klein, also irgendwie passt da gar nichts rein. So. Ich glaube, ich nehme das hier. Das sieht ganz gut aus. So. Das mache ich jetzt noch bei einer. Ich glaube, das reicht dann, wenn wir dann 3-4 Stück haben. Da kann man nämlich dann so die kleinen Feder, die man vorher gestempelt hat, sehr schön wieder korrigieren. So, das brauchen wir jetzt. So. Jetzt kleben wir unsere Karten zusammen. Da. Einmal die Rundkarte. Ich nehme diesmal Tombow, weil irgendwie ist mein Snail vor Anpanten gekommen. Macht nichts. Tombow ist genauso gut. Und wenn ihr noch unsicher seid oder anfangt erst und noch nicht die Routine habt mit Zusammenkleben, wie das aussieht etc., dann nehmt ruhig Tombow, weil das könnt ihr, wie ihr seht, tut jetzt hier schon bei mir. Jetzt kann man noch ein bisschen so ruckeln und das finde ich gar nicht mehr schlecht, bevor man sich dann endgültig dafür entscheidet. So. Jetzt kommt unsere Karte da drauf. So. Ihr braucht mit Tombow nicht zu nicht zu sparsam, aber auch nicht zu viel nehmen. Sorry. Ist irgendwie nicht mein Tag heute. So, das kleben wir jetzt auch wieder da drauf. Wunderbar. So, jetzt hatten wir ja, wo habe ich ihn? Den kleinen Streifen abgeschnitten. Da. Der wird jetzt, also ich habe ihn mit Dimensional festgesetzt hier oben. Das heißt, ich tue da 3 Dimensionals drauf. Das sollte jetzt ja nicht passieren. So. Und dann wird das hier am Rand festgemacht. Das Abschluss so, Abschluss ist mit der weißen Karte. So. So. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die brauchen wir nur noch unsere Dimensionals. Und jetzt, wenn ihr seht, da sind jetzt so kleine Unebenheiten. Oder wenn ihr seht, da ist so ein bisschen was über. Dann kaschiert ihr das einfach mit den halb ausgeschnittenen Zitronenscheiben weg. Und schon sieht man nicht mehr. Ich habe keine passende Stanze dafür gefunden. Wenn ihr natürlich die neuen Kreise habt, die ich noch nicht habe, oder aber ihr habt andere noch Kreise, die besser da passen, die 100%ig drauf passen, könnt ihr die natürlich auch gerne abstanzen, gar keine Frage. Ich habe die neuen Kreise noch nicht. Und daher, ich arbeite noch mit den alten. Und daher habe ich auch nicht wirklich passende Kreisform gefunden, die dafür zuständig ist. So, jetzt tue ich da oben noch eins hin, glaube ich, oder? Ja. So, und so könnt ihr natürlich sehr schön das kaschieren, was ihr eventuell gerade eben nicht richtig gestempelt habt. Das sieht nachher
kein Mensch mehr. So, da muss ich ein bisschen höher sitzen, weil ich ja auch gleich noch den Banner hier hinsetzen muss. Vielleicht hätte ich das erstmal so. Weil wenn da Menschen es kleben, dann kleben sie ja, ne? Muss man ja nun mal echt sagen. So, ich glaube, das klebe ich jetzt erst auf. Also macht es andersrum. Erst den Banner hier aufkleben. Macht mehr Sinn. Er ist zwar etwas groß geraten, aber ich finde das gar nicht schlimm. Es ist eben halt alles eine Geschmackssache. So, den setze ich jetzt hier drauf. Und nun kann ich gucken, wo noch das gesucht wird hier. Wo noch Platz ist und ich glaube, die Lücke kann man auch sehr gut aufnehmen. So. Dann mache ich nur drei drauf. Auch okay. Kein Problem. So, ich habe drei drauf. Ich habe den Banner drauf. Und so ist die Karte. Also, wie gesagt, minimal anders. Minimal unterscheidet sie sich natürlich. Aber das ist bei Selbstgemacht immer so. Ja, das ist meine Erfrischungskarte, wie ich so schön sage. Ist schön fruchtig, schön erfrischend. Gerade bei den Temperaturen. Und wenn ihr euch mein Video gefallen habt, dann abonniert mich, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Wie gesagt, es gibt jetzt im Juli und im August super tolle Aktionen. Schaut auf meiner Homepage vorbei, die da lautet www.ulis-bastelstübchen.de. Da stehen auch meine Kontaktdaten. Natürlich könnt ihr gerne die Produkte von Stamping Up bei mir bestellen oder auch fragen. Immer her damit, ich beantworte sie gerne. Wenn ihr euch mit Stamping Up selbstständig machen wollt, auch kein Problem, kommt in mein Team und wie Stamping Up dann funktioniert, erkläre ich euch alles vorab. Meine Lieben, es ist soweit, ich verabschiede mich schon wieder. Ich wünsche euch noch schöne kreative Zeit und wenn ihr Lust habt, in meiner Facebook-Gruppe mitzumachen, dann schreibt mich einfach oder schickt mir einfach eine Freundschaftsanfrage und bei Facebook unter Ulrike Eilers, Ulis Bastelstübchen. Und dann lade ich euch gerne in meiner Facebook-Gruppe ein. Da ist jeder herzlich willkommen. Alle, die kreativ sind, die gerne sich inspirieren lassen oder auch austauschen möchten, sind jederzeit herzlich willkommen. So, das war noch von mir an euch. Und jetzt verabschiede ich mich und sage bis dann. Tschüss, eure Ulrike.